Das war nicht für dich gemeint, das war auf jeden Fall für mich gemeint. Hallo, hörst du mich jetzt? Ich bin ein bisschen hier, weißt du was? Hörst du mich oder hörst du mich nicht? Das ist ein bisschen nervig, das tut mir echt leid, weil es irgendwie, das hängt. Es ist so, Leute, alle Leute hören mich, nur Ray nicht, stimmt? Ja, jetzt höre ich. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Hallo Ray. Hallo Marc. Wie geht's? Mir geht's fantastisch. Ja, bist du zu Hause? Ich bin zu Hause, ich bin hier in meinem Arbeitszimmer, wo ich immer bin. Das ist mein kleines YouTube-Zimmer. Aha, das ist geil. Ich bin hier oben in meinem YouTube-Zimmer. Auch, also so ein bisschen, also ist zu YouTube-Zimmer geworden. Eigentlich war das ein reines Studio, wo ich Songs geschrieben habe, aber jetzt ist es Studio und YouTube-Zimmer. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Aber also, du brauchst besseres Internet in deinem YouTube-Zimmer. Das ist nicht fair, weil eigentlich habe ich tolles Internet. Vielleicht belaste ich mein Internet so viel. Ich habe meine ganze Familie allein gehabt und die haben mir gesagt, dein Internet ist super. Es ist so, wie wenn man so FaceTime mit seiner Mutter. Weißt du? Dann ist auch erstmal die ersten 10 Minuten ist so, Marc, ich kann dich nicht verstehen. Mama, ich höre dich. Oder, lauter. Mama, ich kann dich nicht sehen. Mann! Nein, du musst das vor das Gesicht halten. Mein Vater. Und reinsprechen. Mein Vater hat das erste Mal FaceTime gemacht mit mir gestern. Das war echt das erste Mal. Weil ich habe gefragt, hey Papa, kannst du FaceTime an dein Handy? Und er gesagt hat, ich weiß nicht. Ich sagte, ich rufe dich an, gehe auf jeden Fall an. Und dann hat er die erstmal, das war ständig so ein. Und dann wird man auch schnell eitel. So ein. Wieso? Man muss erstmal erklären, sozusagen von oben. Ja. Ne? Das ist die. Das so, ist, ja. So leicht die Augenbraue. Okay. So, also sozusagen der. Ich wurde beobachtet, aber ich habe es nicht gemerkt. Nur so. Oh. Next level, Marc. Next level. Ja. Und nicht so viel lachen, habe ich gelernt. Man muss so leicht den Mund öffnen. Ja. Aber ich kann das nicht. Ich kann nur lachen. Und laut. Ja, aber wenn du cool aussehen willst, dann mach mal so. Ah, damit habe ich aufgegeben. Das geht bei mir gar nicht. Guck mal, hast du mal nie meine Jacke gesehen? Wo wir genau zum Thema kommen, deine Jacke. Ich liebe meine Jacke. Da bist du aber der Einzige. Leute, die ihr hier zuschaut, ne? Liebe Fans von Ray Garvin. Ich weiß, die Session braucht irgendwie so einen bestimmten Namen, Yellow Jacket und sowas. Ich verstehe das. Aber was ist das? Was ist das? Das ist doch keine. Hast du das sozusagen? Hast du sozusagen einfach deine Regenjacke angezogen und bist dann in den Farbkasten gefallen? Oder wie ist das entstanden? Wie ist das passiert? Marc, für Leute in YouTube, die gerade Marc nicht sehen kann, der kritisiert meine Jacke ganz brutal. Also ziemlich brutal. Marc, ja, ich habe gemerkt, dass die Leute in YouTube haben dich nicht verstanden. Irgendwie so, leider haben die es nicht mitbekommen, irgendwie so, wie du mein Gabriel kritisierst. Ist nicht schlimm. Eigentlich habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Irgendwie so. Das ist eine tolle Jacke. Ich liebe meine Jacke. Meine Jacke wird für die Ewigkeit sein. Marc, ja, ich glaube auch, weil die wird niemals abgebaut werden. Wirklich, selbst wenn der Planet untergeht in 2 Milliarden Jahren, die Jacke schwirrt dann, an diese Jacke. Schwirrt dann durchs Universum. So, ich habe dir gebeten, ein Lied zu spielen sollte. Ich überhaupt keine Stress habe ich. Also ich habe dir auch keine Empfehlungen gemacht. Hab nur, vielleicht hättest du eine Idee, irgendwas, was ich spielen sollte. Ja, also ich hab mir zwei Sachen überlegt. Ich könnte mir zwei Sachen vorstellen. Okay. Zwei Sachen. Entweder Czeko, Czeko, Czeko Lada ist ein polnisches Lied aus den 50er Jahren. Czeko, Czeko Lada aus dem. Lied aus den 50er Jahren. Czeko, Czeko Lada